Jetzt, wo das Wasser kalt und klar ist, da schmeckt der Fisch besonders gut. Also in den Monaten mit R. Und selber gefangen ist halt immer noch am besten. Man braucht nur ein bisschen Geduld. Viele haben ja noch nie einen probiert. Die wissen ja gar nicht, was ihnen entgeht. Vielleicht so. Vorsichtig bemehlt als Filet. Oder ein ganzer Halber klassisch in Öl frittiert. Gut, jetzt wird's langsam Zeit. An Heiligabend endet ja die adventliche Fastenzeit. Und das soll man ja mit einem gescheiten Festschmaus feiern. Boah. Ja, nur ein bisschen. Ich hab's halt der Familie versprochen. Zum Feiertag ein schöner Fisch. Mei, wenn ich halt nur schon einen hätte. In der Freizeit. Der neue Karpfenradweg im Sattel durchs romantische Franken. Dazu keine Angst vor frischem Fisch, richtig filetieren mit Rezepten, auch für Einsteiger. Und alles über die Geschichte des Karpfens in Franken. And relent, will you forgive? Das ist ja schon ganz was Besonderes, wenn man so einen großen, frischen Fisch als Festtagsschmaus auf den Tisch zaubern kann. Und was ist berühmter als der berühmte Karpfen am Heiligabend? Nur dazu, wo der auch noch Glück bringt. Also so ein Schuppen halt. Aber ich hab noch keinen. Deshalb bin ich nämlich ins gelobte Karpfenland gefahren. Nach Franken! Und dann kehrst mir. You got those eyes staring to my soul. Der neue Karpfenradweg führt auf 400 Kilometern an Hunderten von Fischteichen vorbei. Von Feuchtwangen bis nach Erlangen. Für meinen Weihnachtskarpfen habe ich mich mal rund um Dinkelsbühl umgeschaut. You get that smile when I'm giving you my all. You're the brightest side of things, you're the lighter side of life, and all the joy that you bring is why I need you in my life. But can I call you home? Das ist doch jetzt genau die richtige Zeit für meinen Karpfen. Also die Monate mit R, November, Dezember, ja, deswegen werden ja im ganzen Land auch die Karpfen geerntet. Ja, man sagt tatsächlich Ernten dazu. Also, Fischernte. Ja, das schaut doch schon mal ganz gut aus. Also, das schaut ja. Ja, das schaut ja relativ klar aus. Servus, wegen dem Karpfen war ich schon richtig da, oder? Da bist du richtig hier, ja. Weil die so klar sind? Ja, die werden schon noch größer. Das ist das K1, das sind einjährige Karpfen. Die brauchen noch 2 Jahre, bis sie mal am Teller landen. Die sind einjährig? Das sind einjährige Karpfen. Und warum müsst ihr die da rausmachen? Weil der Weiher oder der Teich hier zu flach ist. Da können die zwar wunderschön im Sommer aufwachsen, weil der warm ist. Aber im Winter ist es zu gefährlich, weil der eventuell zufrieren könnte. Dann haben die keinen Platz mehr. Also müssen alle Karpfen in dieser Größe im Winter raus. Ah, die werden umgesetzt? Die sind jetzt hier schon einmal umgesetzt worden. Das glaubt man zwar kaum, aber die sind hier mit einem halben Gramm reingekommen. Und jetzt haben sie 20 Gramm als einjähriger Karpfen circa. Und jetzt werden sie das zweite Mal umgesetzt. Im Frühjahr werden sie das dritte Mal umgesetzt, dann gehen diese K1 wieder in die normalen Teiche, in die großen. Dann wird im Herbst der K2, dann wird er viermal umgesetzt.
Im Frühjahr wird er wieder als K2 umgesetzt, wieder in die großen Teiche. Ist es fünfmal. Und wenn er das sechste Abfischen erlebt, dann ist er der Speisekarpfen, dann ist er fertig. Dann wird er wahrscheinlich das letzte Mal umgesetzt. Das ist ja richtig viel Arbeit. Umso mehr kleine Fische man hat, umso mehr Arbeit ist das. Weil große Fische brauche ich 30, 40 in die Wanne, die sind gleich rausgefangen. Aber wenn wir so eine Wanne voll haben, haben wir 1500 bis 2000 Fische drin. Also da sind wir schon beschäftigt damit. Und die sind halt viel schwerer zu fangen als große Karpfen. Jetzt habe ich das also, verstanden. Jetzt hat er 20 Gramm. Jetzt hat er 20. Und was, wenn er, also der, was mich interessieren hat, war schon. Was wir jetzt draus tun, wird 10-mal so viel ungefähr im nächsten Jahr. Und wenn das alles hier drin bleiben wird, dann wäre der Weiher so klein dafür. Gut, dann muss jetzt ich praktisch weiterfahren, dahin, wo ein bisschen aggressiver für mich da. Dass du was zum Essen kriegst. Danke, servus. Ursprünglich stammt der Karpfen aus Asien. Die Römer bringen ihn nach Europa. Im Mittelalter werden die Fische zunehmend in Teichen gehalten und immer wichtiger für die Esskultur. Wegen der früher umfangreichen christlichen Speisegebote, die an 150 Fastentagen kein Fleisch erlauben, entwickelt sich eine gezielte Teichwirtschaft, um mit Fisch das Nahrungsangebot zu erweitern. Heute ist Bayern Deutschlands größtes Karpfenerzeugerland. Ich bin gerade unterwegs auf der Fischzüchterroute. Ja, nein. Auch ein Abschnitt vom Karpfenradweg. Also, das kann eigentlich überhaupt nicht schief gehen, das mit meinem Festmahl zu Weihnachten. Entschuldigung. Der wird abgelassen, oder ist das, ja, ein... das machen wir jetzt. Ah ja, gut. Dann ist das ein, das ist ja ein großer, das ist aber wahrscheinlich für die K3, oder? Für die großen. Der ist für die K3, ja, für die großen. Weil der so riesengroß ist. Aus dem Mittelalter, das waren alte Verteidigungsanlagen. Und dann für die Wasserkraft, für Mühlen und so weiter. Ach so, und dann hat man den umfunktioniert zum Fischweiher. Mehr oder weniger, man hat es halt genützt für die Fische auch noch. Und weil das so klar ist, das Ding da, das... Wie heißt denn der? Der Mönch. Mönch? Das ist der Mönch, ja. Mönch? Ja, das kommt von den Mönchen, weil die haben ja angefangen, hier mit den Fischen und die Fische zu züchten. Und dann hat man eben angefangen, solche Mönche zu bauen, dass man den Weiher kontrolliert ablassen konnte. Wie viel sind da drin ungefähr, dass wir mal wissen ungefähr? Wie viel? 3000 große Karpfen ungefähr. 3000 große? Ja. Wo gehen die hin? Die meisten tun wir eben nach unten, das sind auch noch andere Weiher. Gut, der ist jetzt leer. Der muss ja, der wird noch gefüllt dann, oder? Der wird jetzt befüllt. Das gibt einen von unseren Hälterungen. Ach so, das ist ein Zwischenlager sozusagen. Sozusagen, ja. Wenn die Nachfrage entsprechend groß ist, holen wir die Fische raus und liefern die dann aus. Und der ist gut, oder? Der Karpfen, also. Das sind die besten Karpfen überhaupt. Schön wenig Fett dran. Nur Roggen gefüttert. Roggen gefüttert? Ja, reines Roggen, reiner Roggen. Bio-Roggen hier aus der Region. Na. Doch, freilich. Das Beste für unsere Fische. Das ist schon ein schönes Festmahl dann eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Das Wasser von dem lasst ihr dann da rüber. Wie lang wird das ungefähr dauern, bis ich da Stunde vor? Das dauert schon ein paar Tage. Drei Tage soll er leer sein. In 3 Tagen wollen wir fischen. 3 Tage ist lang. Na gut, bei uns hier in der Region gibt es ungefähr 2000 Teichwirte. Da wird schon einer dabei sein, der morgen auch einen Weiher fischt. Der Sebastian Salomon in Halsbach. Der fischt morgen 8 Uhr, hat er einen Weiher. In Halsbach? Ja. Der Salomon Sebastian. Mhm. Das ist ein Wort. Das ist mein Mann. Strong
and use my head alongside my heart. And I will wait for you. Da ist ja richtig was los. Ha, hab ich dir? Ja, morgen. Servus. Sebastian? Ja. Salomon? Genau. Ach, da bin ich genau richtig. Havidere, ist schon passiert? Bin ich jetzt spät? Nein, oder? Wir sind jetzt gerade beim Anfang. Wenn du umziehst, darfst du mitmachen. Ja, freilich ziehe ich mich um. Und wenn Sie auch mal zuschauen wollen, dann besuchen Sie doch eine Karpfenerntewoche. Die gibt es zum Beispiel in Dinkelsbühl oder im Eischgrund oder auch in der Oberpfalz. Ein Handschuh für mich, oder? Ja, für die Handschuhe. Ja, das ist ja nicht schlecht, weil die sind wahrscheinlich so glitschig. Ja, die sind ein bisschen rau. Ganz schöner Bart da in dem. Dann hoffen wir, dass Fisch da sind. Ja, dann hoffen wir das einmal, dass ein schöner daherkommt. Ja, das ist sehr wichtig. So, also mit der einen gelangen, gell? Wenn wir einen für mich, ein schöner K3. Daniel, vorwärts. Bar, du gehst noch einen Schritt weiter nach außen. Ihr müsst breit aufziehen, Jürgen nach unten ziehen. Einfach nur wegen heben, dass wenn da irgendwas kommt, dass die nicht drüber springen. Jetzt hoffen wir mal, dass was drin ist. Mir auch. Ich hab nämlich ein bisschen eine Familie zum Ernähren. So, da hab ich schon eine Flosse gesehen. Ja. Das ist ein größerer, glaube ich schon, gell? Ja, da kommen ein paar so große raus. Ui. Ey, was muss ich jetzt machen? Jetzt muss er noch aus. Ja. Wem darf ich den geben? Nicht aufs Netz. Ja, ja, ich versuche nur gerade irgendwie alles richtig zu machen. Was denn du? Sackelzement, ja? Sowas habe ich noch nie gesehen. Das haben wir im Karpfenmeier drin. Da haben wir jetzt einen Löffelstör. Der schaut aus. Ja, das ist alles in dem Wasser, in dem ich stehe, oder wie? Genau, ist alles drin. Also der Karpfen ist das keiner, glaube ich. Nee, das ist ein Stör. Ein Stör ist kein Karpfen? Nein, ist kein Karpfen, das ist eine ganz andere Art. Ein Stör ist eigentlich ein Urzeitfisch, ja. Der hat zur Zeit in den Dinosaurier schon gelebt. Und den hat es früher in der Donau gegeben, im Rhein hat es einen Stör gegeben. Ist das ein heimischer Fisch? Ist ein heimischer Fisch. Und wie viele Arten habt ihr dann da herin? In dem Weiher haben wir jetzt 4 verschiedene Arten drin. Wir haben einen Löffelstör drin, wir haben einen Bester drin, wir haben einen russischen Stör drin und wir haben Albino-Störle drin. Albino, ganz weiße? Ganz weiße, ja. Und das sind alle zum Essen? Also die sind alle zum Essen. Wie schmecken die? Also kann man mit keinem anderen Fisch vergleichen. Ist was ganz was Besonderes. Hat ein relativ festes Fleisch. Aha. Es ist ein bisschen Fett, aber Fett ist ein Geschmacksträger. Ohne Fett schmeckt er nicht. Ist klar. Ein Karpfen hat auch Fett. Wie kommt man drauf, dass man einen Stör produziert? Ja. Ganz einfach. Jeder produziert bei uns Karpfen. Und ich habe eine relativ kleine Fläche. Im Gegensatz zu den anderen, als habe ich mir gedacht, ich produziere irgendwas Besonderes. Ich bin in Mittelfranken der Einzige, der Störe produziert vom Ei weg. Vom Ohr weg? Vom Ei weg. Die sind ganz klein. Die sind, wenn sie schlüpfen, sind sie 12 mm groß. Und was machst du dann? Die werden auch gegessen. Das ist ein Speisefisch, wird aber hauptsächlich für die Kaviarproduktion produziert. Ich bin einer von wenigen Betrieben in Deutschland, die Kaviar produzieren dürfen. Ich produziere aber meinen Kaviar in Naturteichen, nicht wie die großen alle in Kreislaufanlagen. Kaviarproduktion in Franken, das ist ja mal nicht verkehrt. Hä? In Franken bin ich der Einzige. Und die Fische, die wir heute hier raustun, die werden jetzt sortiert und kommen dann in die Winterung. Und die sind noch nicht schlachtreif, die brauchen mindestens noch 8 bis 10 Jahre, bis die schlachtreif sind. Das heißt, also selbst wenn ich da überhaupt konkret. Nein, da wird keiner verkauft. Wer braucht schon einen Fisch am Heiligabend? Wenn Sie jetzt selber Kornfisch fangen wollen, also Karpfen, so wie ich, weil ich bin ja großartig, dann habe ich was für Sie. Da. Sie können natürlich so einen schönen, frischen Karpfen, K3 natürlich, auch direkt beim Fischwirt selber kaufen. Wir da zum Beispiel, Teichgut Freundsthal, haben nicht immer auf, aber auf jeden Fall Donnerstag, Freitag, Samstag. Für Sie, für mich nicht, weil ich,
Die fangen wir selber. Irgendwann in diesem Leben werde ich auch einen fangen. In Mittel- und Osteuropa wird am Heiligen Abend traditionell Karpfen gegessen. Diese Tradition entstand, als man der christlichen Lehre entsprechend die Adventszeit als Fastenzeit beging. Der Heilige Abend als Höhepunkt des Advents wurde besonders gefeiert. Und ein spezielles Festmahl sollte dem gerecht werden. Karpfen, ein Leckerbissen aus heimischem Gewissen. Was haben wir da? Karpfen pochiert mit einer Soße nach Wahl. Meerrettichsoße, Karpfensoße. Zwiebelkarpfen. Karpfen gebraten mit Rotwein. Karpfen in Alufolie. Ja, das ist genau das, was ich brauche. Ich hab zwar immer noch keinen Karpfen selber gefangen, aber zuschauen, wie er richtig zerlegt wird, das können Sie bei den Kursen von Hubert Werbel vom Fischereiverein Dinkelsbühl lernen. Den Karpfen, den machen wir jetzt einmal einfach, so wie es die Alte früher gemacht haben, auf die fränkische Art, dass man halbiere. Ne? So machen wir es. Der Spiegelkarpf hat ja nicht so viel Schubber wie der Schubberkarpf. Das geht eigentlich ganz gut. Das haben die Mönche früher schon weggezichtet. Das ist eine tolle Sache, was die gemacht haben. Und dabei ist aber ganz wichtig, dass man um die Flosse herum die ganze Schubber auch wegbringen. Weil wir wollen ja eigentlich nur das Beste vom Besten essen. Aber die Schuppen, die bringen doch Glück. Ja, die Schubber, die, wenn man den Geldbeutel rein tut, ja. Ne, da hat man immer was im Geldbeutel. Ob das Geld dann ausgeht oder nicht, das kann ich natürlich nicht sagen. Weil es gibt ja, man kann ja in Franken auch mit Schuppen zahlen. Ja, ich glaube nicht, dass das jedes Wirtshaus annimmt, wenn es mit Schuppen zahlen will. Da braucht es dann schon ein anderes Pulver. So K3, das ist so wie Kalbfleisch. Ne? Wenn er dann älter wird, dann ist es so wie Rindfleisch. Dann ist er nicht mehr ganz so zart. Aha. Und deswegen sind die dreijährigen Karpfen bei uns in Franken die beliebtesten Karpfen. Und jetzt schneide ich einfach auf dem Rückgrat einmal entlang, bis ungefähr zur Höhe vom After. Und jetzt schnappe ich mit meinem kleinen Messer, das natürlich recht scharf sein muss, das ist klar. Nur bis zur Mittelgräte. So schaut er dann auf, aufschlitzt bis zur Mittelgräte. Und jetzt gehe ich her und schneide mit dem Messer über dem Rückgrat Richtung Schwanz. Ja. Und jetzt kann ich ganz vorsichtig nach hinten ziehen. Schön, jetzt hat der Karpfen zwei Schwänze. Und dann haben wir ganz unorthodox eine normale Fliegelschere. Schau her, wie einfach das geht. Und dann schneidet man bloß bis dahinter, bis zum Kopf. Könnt ihr sich da mal da und da einfach so halten? So. Der beißt nicht. Keine Angst vor den Fisch. Und dann geht es gar nicht so schwer. Und schon haben wir zwei Hälften. Und was jetzt noch wichtig ist, ja? Wir müssen jetzt die Kiemen rausmachen. Die kann ich da unten mit dem Daumen rausziehen und nach oben so rausziehen. Das sind die Kiemen und wenn man die drinnen lassen, die schmeckt der Fisch ganz bitter, egal wie man zubereitet. Was kann man da jetzt, kann man jetzt schon machen? Den könnte man jetzt räuchern. Räuchern? Ja, das wäre jetzt auch eine Idee. Aber so eine Räucherkammer hat halt nicht jeder daheim. Vielleicht noch besser, den halben Karpfen paniert und in heißem Öl frittiert. Da schmecken sogar die Flossen am Ende wie knusprige Fischchips. Schon ist passiert. Das Filet runtergeschnitten. Ja, sauber. Und wenn ich die Haut abziehen will, ja, dann darf natürlich keine Flosse da sein. Das ist klar. Weil wenn ich eine Flosse da habe, dann macht mein Messer so einen Hupfer.
Und dann bin ich schon weg vom Bord. Und dann schneidet Filet da. Jetzt gehe ich her mit meinem Messer, fahre ungefähr so 5 cm weit vor. Dann nehme ich einfach ein Stück trockenes Tuch. Zum Festhalten? Ah, dann rutscht er nicht. Und jetzt geht es einfach im Zickzack so durch. Und das ist bei den Karpfen ziemlich schwierig, weil der Karpfen ein ziemlich runder Fisch ist. Ja? Aber jetzt habe ich ja da die kleinen Gräten noch drin. Jede Gräte, die kürzer ist wie 4 mm. Bleibt in der Speiseröhre nicht hängen. Dann kann man die mitessen. Da sieht man jetzt dann die einzelnen Schnitte, wie das Filet mit Messer die Grätle da geschnitten haben. Die machen jetzt beim Messer überhaupt kein Problem mehr. So kann ich ihn jetzt rausbauen praktisch. So könnte man machen. Ja. Was für ein Festschmerz. Eine halbe Zitrone, Salz und Pfeffer, in Mehl gewendet und dann in Butter rausgebraten. Mei. Dazu ein Kartoffel- und Indiviensalat oder wer es ein bisschen deftiger mag. Karpfenfilet in der Ritterrüstung mit klassischer Semmelbrösel, Eipanade. Auch nicht schlecht. Und ganz einfach. Und was kann ich noch machen aus einem Filet? Mei, der kann fragen. Also eingelegt in Essig, der die Gräten der rohen Karpfenstücke auflöst. Verfeinert mit bunter Paprika und Schalotten, angemacht mit einer Kräutersauce. Der Karpfensalat. Nicht nur ein Gericht für die kalte Jahreszeit. Wir haben eins der besten Nahrungsmittel auf der Finger, das bei uns draußen in die Weiher gewachsen ist, das keine lange Fahrwege gehabt hat. Und es ist unheimlich vielseitig. Rezepte habe ich da auch. Das ist gut. Ja, dann einfach daheim ausprobieren. Mache. Und dann wünsche ich einen guten Appetit. Danke. Und zum Schluss kriegst du von mir noch eine schöne Fischhube von Geldbeutel. Und denk dran, du kannst die Jahresringe abzählen wie beim Holz. Da kann man feststellen, wie alt der Karpf war. Das mache ich jetzt. Also, guten Appetit. Gell? Danke. Und viel Spaß. Servus. Meine Glückssuppe. Ja, dann wird das jetzt vielleicht auch was mit meinem Karpfen. So tame my flesh. Fix my eyes, a tethered mind, free from the light. Now kneel down, wait for now. I'll kneel down, know my ground. Jetzt habe ich da was Goldenes blitzen sehen. Deswegen, was habt ihr denn ihr alles benannt? Alles Mögliche. Der war jetzt eine richtige Wundertüte. Da haben wir jetzt einmal eine Goldorfe. Eine Goldorfe? Das ist das, was ich gesehen habe. Ist das ein Goldfisch oder ja, was ist das? Ja, das ist ein Goldfisch. Ein Goldfisch? Ja. Was macht sie mit einem Goldfisch? Ach, der ist. Essen. Nee, der ist nicht unbedingt zum Essen. Man kann ihn essen, aber es muss nicht sein. Gut. So, da haben wir eine Praxe. Da ist ein bisschen was dran, oder? Die kann man ja, da ist ein wenig was dran. Die kann man ganz gut essen. Geräuchert. Geräuchert? Schmeckt am allerbesten, ja. Und die Burg, zu wem gehört jetzt die? Ist das ihre? Nein, das ist nicht meine. Da wohnt die Familie von Greizheim drin. Die bewohnt das Ganze und vermietet im Sommer über an Urlaubsgäste. Und ich also das wird richtig bewirtschaftet? Das wird also richtig bewirtschaftet. Das machen Sie? Ja, das mache ich. Ja. Ah, ja. Das ist ja richtig, das ist eine schöne Aufgabe, oder? Das ist eine schöne Aufgabe, ja. Da haben wir ein Hecht. Was haben wir noch? Da haben wir einen Zander. Zander, das ist ja relativ vielfältig, oder? Da kommt immer das rein, was anderweitig so übrig ist. Das schmeiße ich da rein und dann im Herbst schaue ich, was da ist. Und gar nicht speziell auf Karpfen? Gar nicht speziell auf Karpfen, das ist ein Sammelsurium da drin. Also überhaupt gar nicht auf Karpfen? Bin ich. Die macht ihr euch dann schon selber wahrscheinlich. Genau. Ja. Tja, und wenn jetzt ich aber einen Karpfen möchte, also so einen K3, dass ich einmal was zum Essen kriege, langsam. Ja, gibt's schon. Morgen früh. Beim Christian Bauer in Mönchsroth, der fischt morgen früh seinen großen Teich ab. Da gibt es welche. Muss aber in der Früh bald da sein. K3, also wir reden K3. Schon von die richtigen, also die man dann auch. Richtig, zum Essen. Petri Heil. Petri Dank. Gut. Also, habe die Ehre. Habe die Ehre. Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful, and since we've no place to go,
Let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let ja. It snow. Siehst du wieder? Du hast immer noch keinen Fisch. Na? Ja, gestern, das war ja Stör. Das ist der, genau. Das ist der klassische Weihnachtskarpfen. Das war er jetzt. Ja, willst einen haben. Also normalerweise verkaufen wir ja nicht ab Weiher, aber wenn du jetzt da ganze Odyssee hinter dir hast, würde man Ausnahme machen. Und dann kann ich mir meinen praktisch selber. Genauso. So machen wir's. Okay. Warum der Karpfen manchmal leicht modrig schmecken kann, ist unklar. Eine Theorie besagt, das liegt an den Blau- und Braunalgen, die der Karpfen im Sommer mit dem gefressenen Plankton aufnimmt. Auf jeden Fall ist sein Geschmack abhängig von der Fütterung. Bevorzugt werden Roggen und Gerste. Mais lässt das Fleisch wässrig und gelblich werden. So, vom Kopf her waschen und dann tue ich den da rein. Also ich hätte ja nicht geglaubt, dass ich noch mal vor so einem K3 stehe heute. War ein bisschen eine größere Aktion, aber das ist, ja. Es rentiert sich auf jeden Fall. Also jetzt so der klassische Dinkelsbühler Spiegelkarpfen, aha, wird halbiert und dann rausgebraten. Und der hat halt wenig Fett, so zwischen 1-3% haben die jetzt bei uns. Das ist ungefähr wie? Das ist Forelle, Renke, eher ein bisschen weniger. Also richtig schönes Fleisch. Das ist richtig, oder? Magerer Fisch, ja. Aha. Und jetzt der Spiegel oder der Schuppi? Also ich würde den Schuppenkarpfen nehmen. Also es wird oft gesagt, dass der einfach besser schmeckt. Der Schuppi schmeckt besser? Der Schuppi schmeckt besser. Der macht mehr Arbeit, weil man natürlich schuppen muss, bevor man essen kann. Aber der ist richtig lecker. Darf ich dann den Schuppi? Den kannst du mitnehmen, ja. Ehrlich? Ja, klar. Brauchst du einen Behälter, Wasser rein, nimmst mit. Okay, gut. Hat sich alles gelohnt. Alles hat sich gelohnt. Ja, wenn man sein Lebensmittel selber erjagt, gell, ist ja, das eine andere Geschichte. Hab ich am Ende doch noch meinen Weihnachtskarpfen gefangen. Naja, gefangen. Fast, oder? Das wird ein Fest daheim. Für alle. Naja, also für fast alle eigentlich. Na gut. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Danke. Frohe Weihnachten, Schmied. Und ganz ehrlich, so ein Kartoffel-Indivien-Salat ist auch nicht schlecht. Paradiesel. Ja, Butterbrot. Mei. Weihnachten heute. Halt.